aus Berlin zum Thema PUC. Wir haben einen neuen Rundbrief, eigentlich mit nur schlechten Nachrichten. Es wird nämlich erklärt, dass in Kanada alles stoppt. Die KOGI, die dortige Gesellschaft, die die Ölfelder oder was davon übrig ist, noch hat, die stellt sich quer. Ein Businessplan für die Rekonstruktion ist versprochen worden, aber da wird nichts geliefert. Von daher sind auch die Anwälte der POC, die dort tätig sind, im Brief geschrieben, ein bisschen ratlos. Sie hoffen, dass also das Ganze in Bewegung kommt, das Insolvenzverfahren, dieses vorläufige, das zur Sanierung ja dienen soll, da sind Fristen, wie die eingehalten werden, ist ein bisschen fraglich. Das Entscheidende ist aber aus meiner Sicht, wir in Deutschland haben überhaupt keine Möglichkeit, das wirklich zu ändern. Denn die POC ist in der Hand der COG, der Conserve Oil Group in Kanada. Die KOGI, der General Partner da, ist ebenfalls in der Hand der Conserve Oil Group in Kanada. Also was wollen die Deutschen einiger machen? Geht nichts. Die hiesige Fondsverwaltung ist eine hundertprozentige Tochter der COG. Also die Geschäftsführung, auch insbesondere in Personen von Frau Galber, können nicht wirklich was ausrichten. Deswegen, eine Lösung wird nur so aussehen können, die hiesige Fondsverwaltung als komplementär muss abgelöst werden, eine unabhängige neue Verwaltung muss eingesetzt werden. Nur so wird das funktionieren und dann müssen wir schauen, dass wir auch in Kanada die Dinge in den Griff kriegen. Also mal sehen, was bei der KOGI noch ist. Alle Anleger müssen sich zusammenschließen. Wir brauchen Mehrheiten, wir können das schaffen. Ich appelliere also an alle Anleger, an alle Anlegeranwälte, an die Schutzgemeinschaften und Interessenverbände, die dort tätig sind, sich zusammenzuschließen. Dann sind die Mehrheiten möglich, die wir dazu brauchen. Sie können sich bei uns auf der Resch-Seite einer Facebook-Gruppe, POC-Gruppe anschließen. Auf Facebook finden Sie, wenn Sie dort klicken. Ansonsten der Bericht. Lesen Sie bitte, dort finden Sie auch die entsprechenden Hinweise, wie Sie sich registrieren können, damit Ihre Stimme nicht verloren geht. Wir machen für jeden Fall, den wir übernehmen, eine kostenlose Erstentscheidung. Das ist das, was ich Ihnen anbiete. Oder Sie können mich auch anrufen unter der Berliner Telefonnummer 030 885 9770. Danke sehr.